So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Verfolgung eines McLaren F1. Verdächtiger ist unterwegs Richtung Forstweg. Verdächtiger benutzt einen Störsender. Straßensperreneinheiten gehen direkt vor euch in Stellung. Der Richtige hat die Straßensperre gerannt. Zur Festnahme vorrücken. Wiederhole klar machen zur Festnahme. Luftverfolgungseinheit ist hinter dem Verdächtigen her. Verdächtiger fährt auf die Baustelle. Alle Einheiten, Waffensysteme ausgefallen. Verdächtiger benutzt einen Störsender. Straßensperreneinheiten vor Ort, nehmt euch wohl sie auf. Ganz genau, Straßensperre ist nur vor euch. Straßensperre Medizin 50, alle vorrücken. Nagewand einsatzbereit. Bestätige einsatzbereites Nagewand an eurer Position. Alle Einheiten, Freigabe zum gefechtlichen Teil. Ich wiederhole, Freigabe zum Nagewänder, over. Verdächtiger hat Nagelband umfahren. Die Waffe ist ausgefallen. Ihr seid auf euch allein gestellt, bis ihr wieder online seid. Thank you.
genau. Straßensperre positioniert vor euch. Roger, sind hinter dem Verdächtigen her. Straßensperre hat mir die Fahrerflucht benötigt Verstärkung. Verdächtiger ist unterwegs entlang des Vorklärpacks. Ihr Luftverfolgung haben einen bestätigten Treffer. Nageband einsatzbereit. Bestätige einsatzbereites Nageband an eurer Position. Nageband hat Zielfahrzeug nicht abgedeckt. Nägel auf der Straße. An alle Einheiten. Seid vorsichtig. Alle Einheiten. Waffensysteme ausgefallen. Kommunikation wird umgeleitet.
Der von Gordon Murray entworfene McLaren F1 war 7 Jahre lang das schnellste in Serie gebaute Auto. Es gibt zwar noch schnellere Wagen, aber der McLaren F1 ist immer noch das schnellste Serienauto mit Saugmotor. Am 31. März 1998 erreichte er 391 Stundenkilometer. Der McLaren F1 wiegt lediglich 1140 Kilogramm und besitzt einen von BMW speziell gebauten 6,1 Liter V12 und eine ausgefeilte Aerodynamik. Der Wagen hat keine Servolenkung oder Bremsunterstützung und verlangt seinem Fahrer einiges ab, belohnt ihn dafür aber mit einem einzigartigen Fahrerlebnis. Der McLaren F1 verfügt über viele Besonderheiten, wie den mittig angeordneten Fahrersitz oder den zwecks besserer Wärmeableitung mit blattgold verkleideten Motorraum. Von der Straßenversion wurden nur 64 Stück gebaut, wodurch sich die Preise für diese Liebhaberstücke mittlerweile verdoppelt haben. Ja. Weiter geht's auf jeden Fall mit dem McLaren. Ich befürchte, dass ich gerade tatsächlich von euch keinen Ton gehabt habe. Also von mein Gequatsch habt ihr hier ein bisschen. Deswegen seht ihr es mir gerade ein bisschen nach. Sorry, ich hatte wahrscheinlich das Mikro aus. Ich weiß es aber nicht. Ärgert mich gerade. Damit nochmal herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed. Und dann haben wir tatsächlich ein bisschen Glück gehabt, den noch zu kriegen. Tatsächlich auch im zweiten Versuch. Und hier wollen wir jetzt ein bisschen mehr haben. Siebenverhaftung müssen wir kriegen, um auf Gold zu fahren. Und dann schauen wir doch mal. Veyron. Unter anderem dabei. Verstanden. Straßensperre rein. So, erstmal setzt man in die Straßensperre rein. Luftverfolgungseinheit ist hinter dem Verdächtigen her. Mit dem Verdächtigen ist es schwer. Die Straßensperre. Wir sind alles Verdächtigen an unserem Standort. Nagelband einsatzbereit. So, hier ist das Verdächtige hat das Nagelband passiert. Hoffentlich kommt das nächste Mal. Over. Also, ich habe Kontakt. Ah, natürlich. Hast du rechts in die Wand. Alle Einheiten. Natürlich muss man rechts in die Wand rein, damit das dann doch noch irgendwie in das Ding reingeht. Fahrer in 54 Straßensperren verwickelt. Alle anderen zugreifen. Auf Straßensperren. Der hat auf jeden Fall gewischt. Ziel ist in den Tunnel gefahren. Ziel hat einen Nagel. Was? Der kann was machen? Die Luftverfolgung bestätigt, dass der Verdächtige ist bewegungsunfähig. Natürlich. Die Entnahme einleiten. Over. Oh, das war doch ein bisschen. Ein zu fordernder Mann an bei Dorf. Alle Einheiten. Freigabe für EMP-Einsatz. Jetzt wollen wir mal eine Straßensperre rein. Wir haben auch eine Verhaftung jetzt gerade, ne? Straßensperre schief. Nur Verhaftung. So weggecheckt ist, dass du erstmal die Abführung reingehst. Merkel auf der Straße. So, den habe ich auch nochmal mitgenommen. Verdächtiger hat die Straßensperre gerannt. Zur Festnahme vorrücken.
Niemand hat dieses Fahrzeug nicht abgebremst. Verdächtiger unter Reichweite. Hier ein vieler Passagier geschlagen. Ja, okay. Damit hätte ich den Nerven ausgeschaltet von den beiden. Wenn beide nur noch wenig ich haben. Ich habe mich dann an vor Ort auf dein Reihe, oder? So, weg mit dir. So, noch eine Straßensperre rein, wenn der jetzt noch rein wäre, dann haben wir den letzten auch noch. Straßensperre Medizin 50, alle vorrücken. Ja, und damit haben wir es. Ich glaube, nee, total Schaden. Scheiße! Weil ich den eigentlich mitgenommen habe. 6 von 7 Racer haben wir am Ende gekriegt. Weil den hätte ich auch noch gehabt. Der wäre auch weg gewesen, der Typ. Ah, Mann, ärgerlich. Deswegen gibt er mir Silber, weil ich den eigentlich geerwischt habe. Ich bin nämlich rübergezogen und habe gedacht, okay, den nimmst du doch mit, den kurzen Typen, weil der wäre auch weg gewesen. Aber Glück gehabt, dass er mich ausgeschaltet hat. Schade. Naja, egal. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann machen wir weiter mit den Racern.